Jetzt suchen wir unseren Bus. Jetzt geht's los auf Parigram. Chaitanya hat ganz viele wunderbare Spiele hier in Navadvip hinterlassen. Und die gucken wir uns jetzt alle an. Ich bin jetzt aufgeregt. Jetzt geht's los. Unsere erste Station, Yoga Pit. Wow. Ganz leichtes Licht. Namaste Narasimhaya. Navadvip Dham. Prince, he's acting. We are the devils. Show me this mud eye. Nothing, Mahaprabhu. It is nothing. It is not paining. And? Also das war super schön. Ich wünschte, ich könnte das jetzt alles sofort erzählen. Das war sehr, sehr schön. Wann sollen wir das denn alles erzählen? Jetzt. Auf dem Weg. Nachdem Goranga gegangen ist, waren alle so traurig, dass die Ganga gesagt hat, okay, oder ich weiß nicht, ob es die Ganga gesagt hat, aber jedenfalls, die Ganga hat es gemacht. Sie hat dieses ganze Land überflutet. Für 100 Jahre lang war das ganze Land, in dem die Spiele stattgefunden haben mit Goranga Mahaprabhu, die waren alle überflutet. Sodass diese Sehnsucht, die Devotis hatten nach Goranga Mahaprabhu, dass die diese Plätze einfach nicht mehr gesehen haben und sich dann immer an die Spiele erinnert haben, an die Geschichten erinnert haben, die dort passiert sind. Und sie sind alle nach Navadvip gezogen, weil hier war eine riesige Flut für 100 Jahre lang. Und nach diesen 100 Jahren ging das Wasser langsam zurück, aber trotzdem für 400 Jahre lang war die Gegend noch wie eine Schlange, hat sich die Ganga da so durch die Gegend geschlichen und hat alles ja, überspült sozusagen. Und nach 500 Jahren, nachdem Mahaprabhu gegangen ist, dann hat sich dieser heilige Ort von Navadvip wieder manifestiert. Und das war genau die Zeit, in der Bhaktivinoda Thakur dann diese ganzen Plätze hier wiederentdeckt hat. Das war so genau nach 500 Jahren. Und das fand ich sehr interessant. Das war die erste Geschichte, die er erzählt hat. Unser Bus. Hier sind wir nun im Yoga Pit. Ich habe gerade gehört, dass hier genau die Mitte der Mitten ist. Es gibt dieses Gauramandala. Das ist da, wo die ganzen Spiele von Chaitanya Mahaprabhu stattfinden, wo seine Geweihten geboren sind, wo die Spiele von dort stattgefunden haben. Und die Mitte von diesem Gauramandala ist Navadvip. Die Mitte von Navadvip ist Antadvip. Das ist eine Insel, die Navadvip bilden. Die Mitte von Antadvip ist Mayapur und die Mitte von Mayapur ist Yoga Pit, der Geburtsort von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Und die Mitte von Yoga Pit, das ist der Nimbaum, unter dem Mahaprabhu, Klein Nimai, geboren wurde. Und genau in diesem transzendentalen heiligen Ort befinden wir uns jetzt. Er ist sozusagen genau in der Mitte von dieser großen Lotusblume geboren. Hari Hari Bo. Hari Hari, wristbands.
Ich bin überhaupt keine Entsagung gewöhnt. Es ist, der Parikram geht 6 Stunden und ich meditiere, ob ich das 6 Tage lang schaffe. Okay. Navadvip Parikram Kijai. Okay, und jetzt mal Cut. So. Wo sind wir denn gerade, Devi? Srivasangam. Wir sind hier in Srivasangam und warten jetzt gerade auf Jaipataka Maharaj. Der kommt jeden Moment hier an und erzählt die wunderbaren Geschichten, die hier in Srivasangam passiert sind. Jaipataka Swami ist ein direkter Schüler von Srila Prabhupada. 1970 kam er nach Mayapur und hat seither das ISKCON-Projekt in Mayapur mit aufgebaut. Er lernte sehr schnell Bengali und gab Vorträge in Bengali. Mittlerweile hat Jaipataka Swami über 10.000 Schüler. 2009 erlitt er einen Schlaganfall. Ungeachtet seiner körperlichen Beschwerden reist er weiter zu verschiedenen Tempeln, um Liebe zu Krishna zu predigen, und ist weiterhin eine große Inspiration für viele Menschen auf der ganzen Welt. The Lord roared like a maddened lion. Seeing this frightening form of the Lord, Srivas trembled and was unable to move from his place. Krishna Krishna boli, Daita Vapache Pache. Wir verlassen gerade die Srivasangam und Srivasangam ist sehr berühmt für die Kirtans, die Chaitanya Mahaprabhu dort veranstaltet hat. In der Gemeinschaft von seinen Devotis waren es sehr, sehr, sehr ekstatische Kirtans. Und Jaipataka Maharaj hat gerade einige Geschichten erzählt, wie Mini. Okay, hi Krishna. Eine Kamera auf mich gerichtet. Ja, ich trage es nämlich nicht an. Ach so. Jetzt sind wir in der Chaitanya Mart und besuchen den Samadhi von Bhaktisiddhanta Swami, dem spirituellen Meister von Srila Prabhupada. Hier ist sein Samadhi und jetzt werden wir einige Geschichten über Bhaktisiddhanta Saraswati hören. Aber vorher braucht unser Kameramann noch eine Kokosnuss. Oh, schmeckt das lecker. Ich schmeiß es weg und dann suche ich unsere Tochter, ja? Die hat jetzt den ganzen Spaß verpasst. Bhakti
Siddhanta Saraswati Thakur, he was very keen on the devotees coming together and coming together then to discuss about the Lord and his pastimes. Bhagavatam mentioned if you come to the holy place and you take advantage of the holy place, you come, you take bath, like this, that, but you don't associate with the devotees to hear and chant about the Lord, then it's as good as a cow or an ass. Das ist Radhakund. Hier in Mayapur sind nämlich alle heiligen Plätze manifestiert. Und hier hat sich auch der Radhakund manifestiert. Der heiligste Ort im Universum. Hier sind wir jetzt am Govardhan. Bei dem Govardhan? Bei dem Govardhan, den Krishna hochgehoben hat. Echt? Sieht aber ein bisschen klein aus. Mayapur-Variante. Das war, glaube ich, Bhaktisiddhantas Wunsch, dass sich hier alle heiligen Plätze wieder manifestieren. Und deswegen gibt es hier in der Chaitanya-Mart, dort wo Bhaktisiddhanta Saraswati gewohnt hat, gibt es Radhakund, Shyamakund und Govardhan. Ich habe gerade die Schuhe von Bhaktisiddhanta Saraswati auf den Kopf gekriegt. Did you get? Yes, two times. Jaya Parigram, Jaya Parigram, Jaya Parigram.